In diesem Screencast werden euch viele kleine hilfreiche Tipps für den Schulalltag gezeigt. Beginnen wollen wir mit der App Einstellungen. Nicht nur alle Einstellungen des iPads, sondern auch die Konfigurationen der Apps findet man hier. Auch die Bedienungshilfen sind in der App Einstellungen integriert. Öffnet man die App Einstellungen und scrollt auf der linken Seite nach unten, werden alle installierten Apps angezeigt. Durch Anklicken der einzelnen Apps werden rechts die Konfigurationsmöglichkeiten gelistet. Hier kann man bei den entsprechenden Apps Tracking oder ähnliche Funktionen aktivieren und deaktivieren. Das iPad kann Texte sprechen oder einzelne Worte buchstabieren. Dies muss aber in den Einstellungen aktiviert werden. Dazu geht man auf die Einstellungen und wählt links Bedienungshilfen. Im rechten Menü erscheint der Punkt Gesprochene Inhalte. Hier muss man den Punkt Auswahl Sprechen aktivieren. Über den Schieberegler etwas weiter unten kann man nun die gewünschte Geschwindigkeit einstellen. Ist diese Funktion aktiviert, kann man in nahezu jeder App, in der es Text gibt, Worte sprechen oder buchstabieren lassen. Ich zeige dies am Beispiel einer Notiz und einer Internetseite. In Notizen und anderen Textverarbeitungs-Apps muss ein Wort mit Doppelklick ausgewählt werden. Es erscheint das Kontextmenü mit den Punkten Sprechen und Buchstabieren. Ist man im Internet, muss das Wort durch langes Gedrückthalten ausgewählt werden. Es erscheint ebenfalls das Kontextmenü mit den Punkten Sprechen und Buchstabieren. Eine weitere wirklich tolle Funktion ist das integrierte Lexikon. Man kann in fast jeder App Begriffe nachschlagen. Dazu müssen nur vorab verschiedene Lexika aktiviert werden. Dies geschieht in den Einstellungen unter Allgemein Lexikon. Hier wählt ihr einfach Lexika aus, die ihr möchtet. Wählt man nun, wie eben gesehen, ein Wort aus, erscheint im Kontextmenü auch Nachschlagen. Wähle ich nun ein Lexikon aus, wird mir der Eintrag angezeigt. Auch eine tolle Funktion ist der Reader Mode im Safari Browser. Benötigt man im Unterricht eine Website, die viel Ablenkung bietet, kann der Reader Mode aktiviert werden und alles Unwesentliche wird ausgeblendet. Es gibt außerdem noch verschiedene Einstellmöglichkeiten, um das Lesen zu erleichtern, zum Beispiel die Schriftgröße oder bei schlechten Lichtverhältnissen das Ändern der Farben. Das iPad umfasst Funktionen zu Bedienungshilfen, von denen man in vielerlei Hinsicht profitieren kann, bei körperlichen Tätigkeiten und Motorik, beim Hören und Lernen und bei vielen anderen Interaktionen. Diese Funktionen werden in den Einstellungen unter Bedienungshilfen konfiguriert und von jeder Person sehr individuell angepasst. Detaillierte Anleitungen für jede Funktion findet man online unter support.apple.com. Classroom ist eine App, mit der man das Lernen betreuen, Arbeiten teilen und die Geräte von Schülern verwalten kann. Man kann damit eine bestimmte App oder Website auf allen iPad-Geräten in der Klasse öffnen oder die Arbeiten von Schülern mit Hilfe von Apple TV auf einem Fernseher, Monitor oder Projektor teilen. Es ist auch möglich zu sehen, in welchen Apps die Schüler arbeiten. Sehr praktisch ist die Funktion, dass man Geräte von Schülern stummschalten kann. In der App iBooks bzw. Bücher findet ihr in der Bibliothek schon einige Anleitungen, die dort für euch hinterlegt sind. Durch einfaches Antippen kann man diese anschauen, zum Blättern einfach nach links und rechts wischen. Tippt man an den oberen Bildschirmrand, kommt man zurück in die Bibliothek. Selbstverständlich könnt ihr euch auch eigene Sammlungen anlegen, um Bücher oder Material sortiert abzulegen. Dazu einfach in der Bibliothek auf Sammlungen klicken und im Menü unten das Plus Neue Sammlung auswählen.
Den Namen könnt ihr frei wählen. Für weitere Fragen oder bei Problemen könnt ihr die eigens für euch eingerichtete Hotline anrufen.